Wir sind jetzt hier beim Brustpendeltest. Was kommt denn auf die Dummy-Frau dazu? Auf die Dummy-Frau kommt ein Pendel von 14 Kilo mit einer Geschwindigkeit von 6,7 Meter je Sekunde zu. Oh, das ist ordentlich. Was wird dann genau getestet bei ihr? Bei ihr wird jetzt dann der Weg, die Brusteindrückung wird getestet und die Kraft wird errechnet aus der Verzögerung und der Masse des Pendels. Das heißt, im Klartext darf am Ende hier nicht so viel eingedrückt sein, sonst ist der Dummy nicht mehr voll funktionsfähig. Ganz genau. Es wird überprüft, ob das Jacket und die Rippensätze noch funktionsfähig sind. Okay, ich merke gerade, ich betatsche diese Frau hier etwas unschön, aber ich muss es mal indiskret fragen, von Frau zu Frau. Was ist denn da drin in dieser Brusteinlage? Ist das Silikon oder? In der Brust ist nur Luft. Nur eigentlich. Luft. Genau. Ich mache mal ganz kurz. Mal lüften. Sechs Cells. Hier, wir lüften hoch. Mal. Und dann einmal draufdrücken, dann sieht man, wie schön Luft drin ist. Gut, dass sich das im Normalzustand so anfühlt. Also ist nicht die Durchschnittsfrau, die ist auch relativ klein, das Körbchen hier. Ja, es ist halt ein Durchschnitt. Ist es tatsächlich Durchschnitt? Also es gibt auch nicht in größeren Varianten? Nein, es gibt keine Veränderungen der Brustgrößen. Okay, gut, dann muss die Dame jetzt mit diesem Körbchen leben. Und passt das jetzt so oder muss da noch die was Höhe habe ich schon bereits eingestellt. Mhm. Jetzt müssen wir noch die Entfernung zum Pendel ausrichten und die Arme ausrichten. Ein bisschen eher ran. So, du Arme, gleich geht's los. Was passiert dann am Ende, wenn man diese Dummy-Puppen in den Test reinsetzt? Fährt die dann oder ist die Beifahrerin so ganz klassisch standardmäßig? Fährt sie der Mann? Hat alle Funktionen, ob auf der Rücksitzbank sitzend oder auf dem Beifahrersitz, auf dem Fahrersitz, es gibt alles. Also sozusagen eine ganz moderne Frau, die auch einfach mal selber am Lenkrad sitzt, finde ich gut. Genau, mit ihrem Kind in der klassischen Situation. Okay, und wie ist es sonst so? Immer gemischt Mann, Frau, Kind? Oder gibt es auch mal Frauen, die mit Frauen fahren? Es gibt auch Frauen, die mit Frauen fahren. Das gibt es beim Euro NCAP. Dort sind drei Frauen im Fahrzeug und die wie ein schöner Shoppingausflug. Ein schöner Shopping-Ausflug. Ich finde, der ist auch ganz extrem notwendig, wenn ich mir hier diese Schuhe anschaue von der Liebsten hier. Ja. Also die sind ja so mäßig modern. Mäßig modern, aber sie sind nach Standard, nach amerikanischen Army-Schuhen. Ja. Also müssen auch sie da müssen, sein. Sind vorgeschrieben, genauso okay. Wie die Kleidung vorgeschrieben ist. Ist jetzt auch nicht die modischste Farbe. In der Tat nicht genau. Und auch nicht der modischste Schnitt. Gut, genau. Aber dann würde ich sagen, spannen wir die Arme nicht mehr länger auf die Folter. Nein. Ich würde sagen, ich verschwinde hier Sie mal ganz verschwinden. Schnell, wird, glaube ich, unangenehm. So, nichts mitnehmen hier. Genau. Ja, dann mach es gut, ne? Das sind jetzt die Testergebnisse. Ich kann damit nichts anfangen. Wie hat denn unsere Dummy-Frau abgeschnitten? Sie hat diesen Test nicht bestanden und auffällig, dass sie zweimal rote Punkte hat. Mhm. Und sie müsste jetzt nochmal erneut ausgerichtet werden, da das also vertretbare Fehler sozusagen sind, die ausgemerzt werden können durch neue Positionierung. Und dann könnte man diesen Versuch in einer halben Stunde nochmal vollziehen.